Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, wird das heute ein etwas entspannteres, cozy Video, wo ich auch über ein paar persönliche Themen spreche. Vorneweg, entschuldigt bitte diese Lichtsituation. Normalerweise filme ich mit einer Softbox, aber ich habe gerade festgestellt, dass die Glühbirne der Softbox kaputt ist. Deshalb ist das jetzt alles hier etwas gelblich. Ich habe gerade versucht, so mit dem Weißabgleich so ein bisschen das anzupassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut funktioniert hat. Ich hoffe mal. Ansonsten entschuldigt das bitte. Genau. Und worüber möchte ich heute sprechen? Ich denke, wie der Titel es schon gesagt hat, möchte ich heute einfach ein bisschen Persönliches von mir erzählen. Es geht vor allem um Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich würde sagen, auch so um Dinge, auf die ich stolz bin, die ich in meinem Leben schon alle gemacht habe, alle gemeistert habe. Ja, so ein bisschen zu vergleichen, wo dachte ich früher, als ich klein war, dass ich mal landen werde und wo ich jetzt tatsächlich bin. Und das soll gar nicht so irgendwie jetzt hier selbstlobmäßig sein, obwohl ich natürlich das Video auch hier nutze, hauptsächlich um es irgendwie so für mich festzuhalten, wie es mir jetzt so mit 21 geht. Ja, was ich schon so erreicht habe. Klingt so übertrieben, so viel habe ich jetzt auch nicht erreicht, so objektiv gesehen. Aber ich wollte euch damit auch so ein bisschen dazu ermutigen und anregen, euch mal wirklich Gedanken zu machen, was ihr alles in eurem Alltag Tolles könnt und macht, worauf ihr stolz sein könnt, weil ich finde, oft vergisst man das. Man ist immer nur so konzentriert darauf, was man noch nicht kann, was man noch machen muss, wo man noch hin will, welche Ziele man noch erreichen möchte. Und dann vergisst man manchmal so ein bisschen zurückzuschauen und zu sehen, hey, als ich klein war, was dachte ich, was konnte ich denn da alles nicht? Was dachte ich denn alles, was so unerreichbar schien, was ich jetzt schon kann, was ich jetzt schon gemacht habe, was ich schon gemeistert habe an Hürden? Und eventuell kann ich euch ja mit meinen persönlichen Geschichten hier auch so ein bisschen dazu ermutigen oder Ideen geben, wofür es sich einfach lohnt, Energie zu investieren. Fangen wir mal an. Das ist jetzt ganz random hier auf meiner komischen Notizenliste, habe ich mir aufgeschrieben, was mir in den letzten Wochen so eingefallen ist, worauf ich stolz bin. Also das allererste ist, das klingt jetzt mega weird, ist klischee-mäßig, aber wahrscheinlich alle Männer, die gut Auto fahren können, werden mich jetzt auslachen. Aber Autofahren ist so eine Sache, von der ich einfach dachte, dass ich es nie so richtig können werde, vor allem nicht mit Schaltung. Autofahren war für mich nie so wirklich interessant, dadurch, dass ich in der Stadt wohne und überall mit dem Fahrrad oder mit dem Bus hinkomme, war es nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich brauche unbedingt ein Auto. Und dann irgendwann war halt klar, okay, einen Führerschein sollte ich schon machen, weil manchmal braucht man das ja auch im Job und das ist auf jeden Fall praktisch. Und als ich angefangen habe, also ich war jetzt nicht super schlecht beim Autofahren, also wirklich nicht, aber ich hatte auch keine besonders gute Fahrschule und es hat sich ewig gezogen. Ich hatte mich nicht wirklich fit gefühlt fürs Autofahren und nachdem wir damals auch in der Familie nur ein Familienauto hatten und kein Auto, was ich jetzt privat nutzen hätte können, irgendwie wann immer ich will. Und noch dazu, unser Familienauto war ein Automatik oder ist immer noch ein Automatik. Das heißt, mir war irgendwie schon beim Führerschein klar, okay, nach dieser Führerscheinprüfung werde ich eh nicht so wirklich Autofahren üben. Und ich hatte es einfach schon total aufgegeben. Ich dachte mir so, ich habe die Führerscheinprüfung auch erst beim zweiten Mal bestanden und ich dachte einfach danach so, okay, ich werde nie mit Schaltung fahren, in meinem ganzen Leben nicht. Wenn ich mir irgendwann mal ein Auto kaufe, dann ist es ein Automatik und ich dachte auch, ich werde halt nie so jemand, der regelmäßig Auto fährt. Und dann haben wir eben so einen kleinen Gebrauchtwagen gekauft, mit Schaltung natürlich, weil wir halt festgestellt haben, meinen Eltern war es halt wichtig, dass ich Autofahren übe, auch wenn ich da nicht so motiviert war. Und es ist richtig crazy, aber mittlerweile fahre ich so gerne und so oft Auto und halt auch mit Schaltung. Und ich bin sicher nicht die allerbeste. Ja, manchmal auf der Landstraße, wenn 100 ist, dann hassen mich alle, weil ich nur 90 fahre, weil ich einfach niemand bin, der gerne rast oder so. Ja, ich bin auch bestimmt nicht die Beste beim Einparken, also sicher nicht. Aber ich fahre gerne Auto und ich fühle mich sicher, wenn ich ins Auto steige. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals, dieses Gefühl erreichen werde, dass ich ins Auto steige und mich sicher fühle und fahren will. Und mittlerweile bin ich halt jetzt doch auch schon oft zum Beispiel zu meinem Freund gefahren, wo ich immer anderthalb Stunden Landstraße fahre und da ja, musste ich dann auch Autos und Traktoren und LKWs und alles überholen und das war auch so eine Sache, wo ich immer dachte so, also ich meine, klar, auf der Autobahn überholen hat man ja eine Überholspur, das ist was anderes, aber so auf der Landstraße, so auf die Gegenfahrbahn fahren und ein anderes Auto oder einen Lastwagen zu überholen, war für mich einfach so, ich werde es einfach nie machen. Ich fahre lieber zwei Stunden hinter einem Traktor hinterher mit 30, als zu überholen und für mich ist es immer noch so crazy, dass ich das jetzt mich einfach irgendwann getraut habe und es mittlerweile auch kann und mich dabei jetzt nicht mehr so unsicher fühle. Und das klingt halt vielleicht blöd, aber für mich persönlich ist das irgendwie ein großer Schritt, dass ich das jetzt kann in meinem Alltag. Dann von was sehr Alltäglichem geht es gleich über zu was sehr Tiefgreifendem, würde ich sagen.
Und zwar habe ich das jetzt hier auf YouTube sowieso nicht, aber auch sonst eigentlich immer relativ selten irgendwie an die große Glocke gehängt. Und zwar war oder bin ich schon zweimal in Psychotherapie gewesen. Einmal in der 9. Klasse, da ist gefühlt schon ewig her, und dann jetzt vor kurzem. Und ich will da jetzt gar nicht genau drauf eingehen, warum, also was genau das Problem war so, weil ich glaube nicht, dass das jetzt jemandem hilft, wenn ich hier meine persönliche Story 3 Stunden lang erzähle. Ich kann euch ja grob sagen, dass ich immer mit Ängsten und einer Angststörung zu kämpfen habe, hatte. Es wird, glaube ich, auch nie so komplett weggehen. Beide Male aus unterschiedlichen, also gab es unterschiedliche Auslöser und wie sich das gezeigt hat. Aber prinzipiell ist mein Problem immer, dass ich ja es nicht mag, wenn ich keine Kontrolle habe und einfach schnell, wenn ich zu gestresst bin und nicht genügend auf mich achte, dann entwickle ich, sage ich mal so, unverhältnismäßige Ängste und dann habe ich auch Panikattacken und so. Auf jeden Fall war ich dann eben das erste Mal in Therapie. Da haben natürlich meine Eltern das noch initiiert. Und dann beim zweiten Mal eben selbst, also habe ich mir meine Therapeutin gesucht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram direkt. Habe ich gar kein Problem. Ich beantworte gerne alle Fragen zur Therapie, was man da macht, wie es einem da geht, wie man einen Therapieplatz findet, was auch immer einem hier. Ich habe damit auch gar kein Problem. Ich finde es ganz wichtig, dass man darüber redet. Nur ich will eben jetzt kein ausführliches Video über meine ganz spezifischen Gedankenprobleme machen. So. Worauf ich eigentlich hinaus will, ich bin sehr stolz drauf, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil das für viele ja was ist, was sie sich nicht trauen. Es ist schon eine Überwindung, mit einer komplett fremden Person so doch auch intime und manchmal total verrückte Gedanken zu teilen. Und vor allem ist es auch extrem anstrengend und nervenaufreibend, so eine Therapie zu machen, weil es eben nicht so ist wie beim Arzt, dass man eine Spritze oder ein Medikament dagegen kriegt, sondern es ist, also ich habe immer Verhaltenstherapie gemacht und da arbeitet man ganz viel daran an sich selber. Man muss ganz viel sich selbst überwinden, selbst Aufgaben erledigen, Dinge tun, damit es einem besser geht. Und so sich durch so Dinge durcharbeiten, durch Gedankenmuster, also so Denkmuster. Und das ist sehr anstrengend. Und ich kam schon so aus manch einer Therapiestunde raus und habe mich gefühlt, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Aber ich kann immer nur wieder sagen, dass es die beste Entscheidung war, beim ersten und beim zweiten Mal, die ich in meinem Leben je getroffen habe, weil ich einfach anfällig für so Ängste bin. Das macht mich nicht irgendwie komplett instabil oder problematisch. Das ist einfach das Päckchen, was ich in meinem Leben zu tragen habe, dass ich mir viele Sorgen mache und halt auch öfter Ängste habe und die dann unter bestimmten Bedingungen einfach so ein bisschen außer Hand geraten, dann am Ende halt meinen Alltag einschränken. Und sobald das eben den Alltag so einschränkt, dass man quasi nicht mehr entspannt seinen Alltag leben kann, muss man halt was tun. Und ich bin bis heute einfach so, so dankbar, dass ich das gemacht habe und dass ich mich da letztendlich auch durchgebissen habe. Und auch wenn ich natürlich sehr dankbar bin für die ganze Unterstützung, die ich immer von meiner Familie und von meinen Freunden, dann jetzt auch von meinem Partner hatte. Es ist was man, das klingt böse, aber man muss es allein machen. Also nicht in dem Sinne alleine, dass du alleine durch dein Problem durch musst, das auf gar keinen Fall. Man sollte sich immer Hilfe suchen. Auch der Therapeut gibt dir ja nur Instrumente an die Hand, dass du dann selber dein Problem lösen kannst, sozusagen. Und das muss man sich auch erstmal trauen. Das ist auch eine Überwindung. Und ich bin da sehr stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Ich meine, klar, beim zweiten Mal war es schon leichter, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich bin prinzipiell ein sehr extrovertierter, offener Mensch. Ich kann auch meine Gefühle sehr gut in Worte fassen. Das ist natürlich ein Vorteil von mir. Oder für mich gewesen immer. Aber ich kann es jedem, der irgendwie psychische Probleme hat in dem Sinne oder irgendwelche Traumata hat, die er noch nicht durchgearbeitet hat, die vielleicht den Alltag oder die Beziehungen, die er hat, beeinflussen. Ich kann es nur empfehlen. Therapie schadet niemandem. Man muss den richtigen Therapeuten finden und es dauert manchmal. Aber wenn man die Person dann gefunden hat, dann gibt einem das so viel mit, auch für das weitere Leben. Und ich habe so viel über mich selber und über meine Gedanken und über wie Gedanken entstehen, wie mein Hirn funktioniert, wieso ich fühle, was ich fühle. All das habe ich gelernt in der Therapie. Dieses sich wirklich mit sich selber auseinandersetzen und sich den eigenen Ängsten und Problemen stellen,
Da bin ich immer noch sehr stolz drauf. Dann habe ich zwei Punkte, wofür mich jetzt wahrscheinlich viele irgendwie auslachen. Da muss man auch nicht unbedingt meiner Meinung sein. Ich finde, jeder kann da seine ganz, oder muss da seine ganz eigene Entscheidung treffen. Ich bin da irgendwie schon ein bisschen stolz drauf, weil ich als kleines Kind schon immer gesagt habe, so, es gibt einfach manche Dinge, die ich nicht machen möchte, weil ich sie gesundheitsschädlich und nicht gut finde. Und unter anderem war das eben übermäßig Alkohol zu konsumieren und zu rauchen. Damals haben mich viele oft ausgelacht und so Ältere haben immer gesagt, ja, da änderst du deine Meinung dann schon, wenn du älter bist oder wenn du halt dann mit, ne, auf Partys gehst und so. Und surprise, ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich habe immer noch nie in meinem Leben eine Zigarette angefasst und habe ich auch nicht vor. Und ich war auch noch nie wirklich besoffen. Klar war ich mal ein bisschen beschwipst, so am Geburtstag oder an der Abi-Feier. Aber ich bin prinzipiell immer jemand, sobald ich das Gefühl habe, irgendwie mir wird ein bisschen so schwummerig in dem Sinne. Oder ich merke es, dann höre ich halt immer sofort auf, weil ich das halt auch hasse beim Alkohol. So, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr so ich selber und ich habe keine volle Kontrolle mehr über, was ich sage. Ich finde, das muss jeder für sich testen. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, ich muss meine Grenze erstmal austesten. Ich will alles einmal ausprobiert haben und mir dann eine Meinung bilden. Bei mir war immer klar, also keine Ahnung, beim Rauchen wird mir schon, also ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht. Also keine Ahnung, das ist so, ich stelle mich ja nicht, auch nicht zum Lagerfeuer und inhaliere erstmal. Also keine Ahnung, das ist für mich einfach unlogisch, warum man es überhaupt anfangen sollte, wieso überhaupt irgendjemand das machen will. Und beim Alkohol, ich verstehe so teilweise, ja, ich weiß nicht, ist es nicht so mein Ding. Ich verstehe immer nicht, wieso ich was trinken soll, weil es mir nicht so wirklich schmeckt. Das ist so was, was ich mir damals so als Prinzip hier gesetzt habe, dass ich meinem Körper das nicht antun mag, weil ich auch weiß, dass es gefährlich sein kann und ungesund. Und ich bin sehr froh, dass ich das durchgezogen habe und mich auch nie von Gruppenzwang, was ja bei mir immer ein Thema war beim Alkohol. Also ich hasse es, wenn Leute mir immer sagen so, ja, wir trinken alle einen Shot, mach doch mit. Und wenn Leute dann nicht locker lassen, dann habe ich erst recht keinen Bock. Also falls ihr mich jemals persönlich trefft, versucht niemals mich zum Alkohol zu überreden. Geht genau nach hinten los. Aber ja, ich bin sehr stolz, dass ich da immer in dem Sinne, was heißt stark geblieben, es war ja nicht schwer für mich, aber dass ich mich nicht von anderen habe überreden lassen. So, mein nächster Punkt ist was, wo ich euch vielleicht raten kann. Manchmal lohnt es sich, in Sachen zu investieren, auch wenn man noch nicht genau weiß, was dabei rauskommt, in dem Sinne, ob es einem dann wirklich so viel bringt. Weil manchmal passieren einfach überraschend positive Dinge. Und zwar ist es, dass ich mich beim Abi wirklich extrem angestrengt habe. Die, die meine Vlogs von ganz früher noch kennen, während ich mein Abi gemacht habe, die wissen, dass ich Tag und Nacht gelernt habe. Ich muss jetzt auch zu meiner Verteidigung, was heißt zu meiner Verteidigung, ich muss jetzt auch anmerken, dass ich damals keinen Freund hatte, der irgendwie Zeit in Anspruch genommen hat und ich auch eigentlich nur sehr ehrgeizige Freunde und sehr wenige Freunde hatte, die ich regelmäßig gesehen habe. Das heißt, ich hatte privat einfach kaum Verpflichtungen, außer das Fitnessstudio, ab und an YouTube oder schreiben. Aber ansonsten habe ich halt nichts gemacht. Das heißt, ich konnte auch und ich wollte auch meine ganze, also meine Zeit in die Schule investieren. Mir waren meine Noten extremst wichtig. Und ich habe das aber eigentlich nur für mich gemacht und nicht, weil ich da jetzt irgendwie ein besonderes Ziel hatte. Klar, ich wollte den Studiengang studieren, den ich wollte, aber ich wusste auch, dass der NC da jetzt nicht 1,0 ist. Das heißt, ich hätte da auch schlechter sein können im Abi. Ich habe auch gemerkt, wenn ich da was reinstecke, aktiv und für die Schule was mache, dann kommen gute Noten bei raus. Und ja, am Ende kam dann raus, das war nach meinem Abi dann natürlich erst, kam dann raus, dass es in Bayern ein Stipendium gibt für die besten Schüler. Und das habe ich dann tatsächlich auch bekommen, weil mein Abischnitt eben so gut war. Und das ist was, was ich natürlich vorher, ich habe ja nicht für dieses Stipendium gelernt, weil ich damals gar nicht wusste, dass es das gibt. Meine Schule hat mir das nach meinem Abi gesagt, dass ich da diese Aufnahmeprüfung machen kann, weil mein Abischnitt so gut war. Und da bin ich bis heute dankbar und stolz auf mich selber, dass ich mich doch irgendwie unbewusst eigentlich dafür eben entschieden habe, so viel in die Schule zu investieren und so viel zu lernen, weil es am Ende eben dafür gesorgt hat, dass ich dieses Stipendium habe und mir jetzt im Studium monatlich Geld zukommt vom Staat, von dem ich mir schöne Dinge kaufen und Kaffee trinken gehen kann, Bücher kaufen kann und was weiß ich und mir einfach mein Leben zum großen Teil irgendwie erleichtern kann. Und ich habe halt jetzt die nächsten 4-5 Jahre was davon, dass ich mich einmal oder 2 Jahre lang fürs Abi richtig reingehängt habe. Und das ist eben auch was, worauf ich heute noch sehr stolz bin und auch so sehr dankbar auf mein Vergangenheits-Ich. Weil ich mir dann so dachte so, hey cool, jetzt hat mein Abi sogar noch was gebracht, außer für mein Ego. Kriege ich sogar noch Geld für mein Abi letztendlich. Dann eine Sache, die den meisten wahrscheinlich schon klar sein sollte, die mich länger hier und auf meinem Blog damals verfolgt haben.
Ich weiß nicht, wie viele das von euch sind, für alle, die neu dazu gekommen sind. Ursprünglich wollte ich diesen Kanal mal zum Thema Schreiben machen und Bücher. Habe nur gemerkt, dass das nicht so gut angekommen ist und dann hatte ich auch wegen privaten Sachen halt nicht mehr so viel Zeit zum Schreiben und zum Lesen. Aber ich schreibe immer noch sehr gerne und ich habe tatsächlich ein komplettes Buch geschrieben, einen Roman mit 450 Seiten. Ja, das ist was, worauf ich natürlich auch total stolz bin. Ich habe den, weil viele Leute glauben, dass wenn man sagt, ich habe ein Buch geschrieben, dass das dann gleichzeitig bedeutet, dass es veröffentlicht ist. Nein, ihr könnt das Buch nicht kaufen. Es ist in meinem Laptop und fertig, beendet und dreimal überarbeitet. Aber nach Absprache mit einer Lektorin haben wir eben entschieden, dass ich jetzt noch mal was anderes ausprobiere und mich dann entscheide, welches Manuskript ich einsende. Ich möchte es gern veröffentlichen, aber es ist noch nicht so weit. Ja, ich gebe euch Bescheid, falls ihr was kauft. Auf jeden Fall ist es natürlich auch was, worauf ich sehr stolz bin, weil ich nie gedacht hätte früher, dass ich sowas machen könnte, auch wenn ich immer gern gut und talentiert war beim Schreiben, also in Deutsch und so. Es hat mir immer Spaß gemacht, auch interpretieren und Geschichten schreiben, aber dass ich wirklich mal eine komplette zusammenhängende Geschichte mit geplantem Plot und Charakteren und ne, alles so ausgearbeitet und dann wirklich von vorne bis hinten 450 Seiten, das hätte ich nicht gedacht. Und auch wenn das noch nicht veröffentlicht ist und noch niemand gesagt hat, wow, Bestseller, ich weiß nicht, allein, dass ich es gemacht habe und dass ich mir bewiesen habe, dass ich es kann, macht mich stolz. Weil ich glaube, es können auch nicht so viele von sich behaupten. So, dann eine weitere Sache, die so ein bisschen mit dem Thema Therapie und warum ich in Therapie war zusammenhängt, ist, dass ich stolz darauf bin, dass ich mein Studium begonnen habe und hoffentlich nächstes Jahr abschließen kann. Und zwar, ja, war Ursprung meiner oder ein Grund, wovor oder eine Sache, vor der ich halt immer extrem Angst hatte, weswegen ich auch in Therapie war, war eben, dass ich weg von zu Hause sein muss. Also das war für mich immer ganz schwer, woanders übernachten, Schullandheim und so war immer ganz schrecklich für mich. Und auf jeden Fall war mir klar, irgendwie nachdem ich ja auch wusste, was ich ungefähr beruflich machen will und so, mir war immer klar, ich will studieren und ich bin auch geeignet zum Studieren, weil gerade im Abi habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich mit den Noten nicht studieren gehe, wäre es irgendwie so ein bisschen Verschwendung meines Potenzials, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall wusste ich ja auch, was ich studieren will. Und auch wenn man natürlich sagen muss, Passau ist jetzt von meiner Heimatstadt nicht extrem weit entfernt, 1,5 Stunden mit dem Zug sind es, mir war doch immer klar, ich will nicht in meiner Heimatstadt studieren. Wir haben zwar hier eine Hochschule, aber da gäbe es auch nicht den Studiengang, den ich machen will. Und irgendwie also mein logisches Ich, nennen wir es mal so, war sich immer darüber bewusst, dass ich auf jeden Fall in einer anderen Stadt studieren will, weil ich wollte ja auch selbstständig werden und eigenständig und mal rauskommen aus der Stadt. Ich wusste aber auch, dass ich halt Angst davor habe, woanders hinzuziehen, alleine auszuziehen, weil von zu Hause weg zu sein für mich ja immer schlimm war. Und natürlich ist das nach meiner Therapie damals in der 9. Klasse sehr, sehr viel besser geworden und als ich in Davos war und mein Abi gemacht habe, da war es auch kein Problem mehr, mit der Schule wegzufahren. Auf jeden Fall war es trotzdem ein Riesenschritt für mich zu sagen, okay, ich habe dort ein Zimmer beziehungsweise eine Wohnung in einer Stadt, in der ich noch gar nicht so oft war und fange ein Studium an und mache das alles alleine letztendlich. Und ich bin bis heute einfach richtig stolz auf mich, dass das so gut geklappt hat und dass ich mich gleich zurechtgefunden und wohlgefühlt habe in Passau. Und ja, dass ich diesen Schritt einfach gegangen bin, weil es bei mir eben nicht nur dieses Thema mit, wie für andere so, ja, ich habe Heimweh, sondern für mich war halt wirklich von daheim weg sein mit Panikattacken und richtiger Angst verbunden. Und dass ich trotzdem gesagt habe, ich lasse mich jetzt von meiner Angst nicht aufhalten. Ich will studieren und ich will das dort studieren. Und da bin ich immer noch stolz drauf, dass ich das gemacht habe und dass es letztendlich auch gut geklappt hat. Und look at me now, es ist Corona, ich bin wieder zu Hause. Cheers to that! Also 3 Semester lang habe ich es mir bewiesen, dass ich es kann und jetzt sitzen wir hier. Und ich bin wieder zu Hause eingezogen. Yay! So, dann mein allerletzter Punkt ist was, was ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen habt und was auch im Internet schon seit Jahren immer wieder zerkaut und breitgetreten wird, und zwar Body Image, ja. Aber ich muss da jetzt auch mal meinen Senf dazu geben, weil auch ich, obwohl ich eigentlich nie so die war, die sich immer verglichen hat, und ich war jetzt, ich habe nie irgendwie Diäten in dem Sinne gemacht, so richtig. Ich hatte auch keine Essstörung oder so, aber ich hatte schon eine Zeit lang, gerade da, wo dann so mein Körper von kindlich zu
weiblich übergegangen ist, war ich extrem selbstkritisch. Ich war halt schon immer jemand, dadurch, dass ich schon immer fleißig war für die Schule und dann gerade während der, auch in der 9., 10. Klasse, wo es dann auf den Realschulabschluss zuging, habe ich ja doch dann viel gelernt. Und ich bin halt jemand, ich bin ein Stressesser und wenn ich lerne, habe ich Stress und dann braucht mein Körper auch ständig Nahrung. Und auch teilweise natürlich bräuchte ich jetzt nicht immer Nahrung, aber ich habe dann halt Hunger oder zumindest Appetit. Und ich habe eine Zeit lang mich so sehr dafür gehasst, dass das so war und habe immer versucht, mich so zu restricten die ganze Zeit und mir so Sachen zu verbieten. Und dann war ich 4 bis 5 Mal die Woche wirklich exzessiv im Fitnessstudio und habe mich da richtig reingesteigert und hatte einfach ein mega schlechtes Gewissen, wenn ich nicht ins Fitnessstudio gegangen bin. Und ich habe halt auch so extrem darauf geachtet, so nur einmal am Tag was Süßes zu essen. Und eigentlich war es auch schon, ich weiß noch, in der 9. Klasse, war das in der 8. oder in der 9., da hatten wir immer Sport nachmittags. Und in der Mittagspause haben sich die ganzen Mädels immer irgendwas von McDonald's geholt. Und ich habe immer darauf bestanden, dass ich mir so Salat von daheim mitnehme. Und am Ende saß ich immer neben denen und habe mich so gequält, weil ich wollte natürlich, ich liebe Pommes. Und ich wollte auch Pommes essen. Es war so eine Qual und ich habe mich so dafür gehasst, dass ich Pommes essen wollte. Und wenn ich jetzt Bilder von mir früher sehe, dann denke ich mir immer so, Girl, iss einfach die Pommes. Ich war einfach so, ich hatte so ein verzerrtes Bild von mir selber. Und nicht, dass das jetzt komplett weg ist, aber es ist so viel entspannter. Seriously. Ich habe keinen perfekten Körper. Ich bin auch absolut nicht mehr so hart trainiert, wie ich mal eine Zeit lang war. Klar habe ich mehr Rundungen als damals, obviously. Und ich habe auch meine Tage, wo ich vorm Spiegel stehe und mir denke so, meine Beine sind zu dick und meine Arme sind zu dick und so. Mein Bruder macht sich da immer lustig drüber, weil ich immer sage, ich habe dicke Arme. Aber auf jeden Fall, ich habe das auch. Vor allem eine Sache, an der ich noch versuche zu arbeiten, ist, dass ich immer noch nicht, ich mag es nicht so, mein Bauch, es ist richtig strange, ne? Aber ich wette, ich bin ja nicht die Einzige, die das hat. Ich mag es nicht, meinen Bauch anzufassen, wenn ich ihn nicht eingezogen habe, weil ich finde es einfach, da habe ich immer noch so komische, was weiß ich, so Komplexe damit. Und daran will ich noch arbeiten, weil mein Bauch muss nicht immer eingezogen sein und es ist für die Verdauung auch nicht gut, ihn immer einzuziehen. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall so viel entspannter und ich verbiete mir nicht mehr die ganze Zeit Essen. Ich habe natürlich jetzt auch prinzipiell weniger Stress. Darauf achte ich halt auch, dass ich nicht mehr so viel Stress essen muss, sondern dass ich einfach intuitiv esse, wenn ich Hunger habe. Und es gibt auch mal Tage, da habe ich ganz wenig Hunger und dann esse ich da auch nicht so viel. Aber ja, wenn ich Bock auf Pommes, ich meine natürlich, ich versuche die Hauptmahlzeiten immer gesund zu essen und ich koche ja auch gerne und viel und meine Mama kocht auch gesund. Das heißt, ich esse ja die meiste Zeit gesund und Vitamine und Obst. Und mir schmeckt das ja auch alles, das Gesunde. Aber wenn ich halt Bock auf Pommes habe, dann esse ich halt Pommes. Oder wenn ich Bock auf Pizza habe, dann esse ich Pizza. Und wenn ich am Wochenende mit meinen Freunden einen Film schaue, dann esse ich halt Chips. Und früher habe ich mich so, ich hätte mir so nie erlaubt, mir selber Chips zu kaufen. Und jetzt denke ich mir so, das Leben ist so kurz, warum soll ich jetzt keine Chips essen? Ich achte natürlich darauf, dass es halt nicht zu viel ist. Und ich mache immer noch Sport, aber ich bin da halt auch nicht mehr so exzessiv. Und wenn ich dann heute mal keine Zeit für Sport hatte, dann hatte ich halt keine Zeit dafür. Ich hasse mich nicht mehr so sehr dafür. Und eine Sache, die da auch tatsächlich geholfen hat, die kann ich euch jetzt natürlich nicht in dem Sinne als Tipp geben, so macht das mal so, weil so funktioniert es nicht. Aber was tatsächlich mir sehr geholfen hat, ist, dass ist mein Freund, und zwar nicht in dem Sinne, wie man jetzt denkt, dass er mir irgendwie immer sagt, dass ich hübsch bin. Das ist es tatsächlich gar nicht, sondern es ist eher dieses, so alle Sachen, die ihn vermeintlich nicht perfekt machen vom Körper her, sind eigentlich hauptsächlich die Dinge, die ich am meisten an ihm mag. So. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, was ich meine, aber wenn man jemandem so nah ist und jemanden so gut kennt, dann sind es manchmal die Dinge, die die Person menschlich machen und von anderen unterscheiden, was halt oft die Dinge sind, die nicht perfekt sind. Und dadurch, dass ich meinen Freund jetzt so sehe, kann ich mich besser akzeptieren, weil ich mir immer so denke, so hey, die Dinge, die ich als, wo ich immer denke, da muss weniger, da muss anders, an meinem Körper, da denke ich mir, das sind die Sachen, die mich menschlich machen und die mich von anderen unterscheiden, weil keiner schaut so aus wie ich, you know? Und das hat mir tatsächlich geholfen, dass ich mich auch besser akzeptieren kann und mir halt immer denke, so ja, die Sachen, die ich jetzt vielleicht irgendwie nicht so gerne an mir mag, sind aber die Sachen, die mich halt menschlich machen und die andere vielleicht sehr gerne an mir mögen. Denkt immer dran, dass die Sachen eben, die ihr vielleicht an euch nicht mögt, andere vielleicht sehr gerne mögen. Und dass es eben die Sachen sind, die euch menschlich machen und nahbar und echt.
Und das ist das Wichtigste, finde ich, auf der Welt, dass man echt ist und authentisch. Und wenn ihr wirklich schlimme Probleme damit habt und damit struggelt und da auch das Gefühl habt, es wird nicht von selbst besser, dann sucht euch Hilfe, weil das echt auf Dauer auch gefährlich sein kann. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dazu inspirieren, euch mal Gedanken zu machen, worauf ihr stolz seid, was ihr an euch mögt und was ihr toll findet, was ihr schon erreicht habt. Ich finde das ganz wichtig, sich da eben Gedanken drüber zu machen. Und genau, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, ob ihr Erfahrungen gemacht habt, wo ihr jetzt stolz und froh seid, dass ihr sie gemacht habt. Und ich freue mich einfach von euch zu hören. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!